Hallo mein Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, jetzt sind wir ja an unserem Auto ganz schön vorwärts gekommen, ne? Aber damit wir uns nie wieder völlig ausreizen, würde ich sagen, machen wir noch ein paar Aufträge. Weil wir müssen ja Motorraum ja auch noch bestücken, ne? Da muss ja auch alles wieder rein hier. Können wir hier mal gucken. Montage von Teilen, da brauchen wir einen Bremskraftverstärker. Hier, teure Teile, nur zwei teure Teile müssen hier rein. Die Behälter, was haben wir hier? Kühler 10, den hat man ja glaube ich noch. Ja. Und alleine die Teile sind ja schon wieder hier. 1400, ja, und ein bisschen mehr. Ein Sicherungskasten neu machen, Luftfilter, müssen wir alles gucken hier. Ja. Ich würde sagen, da gehen wir gleich mal gucken, was es denn so Neues gibt. Gucken wir mal, haben wir einen Lehnauftrag mit Bremsen. Fangen wir mal die Lehn an. So, was haben wir noch? Können wir kleiner was sichern? Karosserieteile. Repariere Karosserie. Kann keinen Gang eingehen. Porsche Audi wieder. Ne, hier machen wir mal eine Porsche Audi. So. So, was müssen wir machen? Teil nicht gefunden. Prüfe Fahrwerkdefekten Teile. Kann kein Gang eingelegt werden. Repariere die Karre so. Ach du liebe Güte. Oh Gott, da brauche ich mal einen Zettel hier. Das wird das sonst wieder nichts. Das muss ich mir mal aufschreiben hier. Hab ich noch einen Zettel hier? Ich hab schon einen Zettel. Ach du liebe Güte. So. Wir brauchen die Heckklappe. Heckklappe, weil das ist immer doof, die kriegt man immer irgendwie nicht so. So. Die Karscheibe rechts. Rechts, dann brauchen wir Code links und rechts. Von links, von rechts und Rücklicht rechts. Deswegen mache ich das immer so ungern eigentlich, weil ich mir das nie merken kann. Die Stoßstange hinten. Stoß hinten. Türscheibe von links, von rechts. Türscheibe von links, von rechts. Und die Windschutzscheibe. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, fangen wir mal damit an. Also, wir haben gesagt, die Heckklappe brauchen wir neu. Heckklappe. 17%. Normalerweise wäre sie reparabel. Ne? So, dann brauchen wir die Karosseriescheibe rechts. Karosseriescheibe rechts. So. Ein Kotflügel von links und von rechts. So. Könnte man eigentlich nur normalerweise, aber die kennen wir glaube ich noch nie. Weiß ich noch nicht. Müssen wir probieren. Das Rücklicht rechts, rechte Rücklicht. Oh, das sieht doch kaputt aus. Das rechte Rücklicht. Die Stoßstange hinten. So, und die Türscheiben. Von links, von rechts und die Windschutzscheibe. Gucken wir, ob man Blechteile schon reparieren kann. Oh, ich glaube bald noch nie. Ich glaube, das kommt dann erst mit den anderen. Wo ist das Schweißgerät zu sehen? Wo? Wisst ihr? Gruppe 6 erforderlich. Ach du liebe Güte. Ne, da können wir jetzt teuer einkaufen. Können wir ja jetzt. Teuer einkaufen. Ach, ne da. So. Karosserieteile. Porsche, Amerika. So. Die Heckklappe brauchen wir. Oh, 650. Seht ihr? Und dann können wir wieder. Karosseriescheibe rechts. Das ist ja noch günstig. So. Kotflügel von links und von rechts. Das sind Ödleinermann, der Hausnummer, ne? So, dann brauchen wir das Rücklicht rechts. Oh. Ja, ja. So, die Stoßstange hinten.
Ja, schön. Na, seht ihr, und schön geht es wieder runter. Na? Die Türscheibe von links und von rechts. Und die Windschutzscheibe. So. Na, los geht's hier. Montage von Teilen. Kann man wieder durchgucken, die ist ja nicht mehr blind. Dem ganzen blinden Vertrauen ist eben nicht immer so das Richtige. Oh. Mach's wieder weg, du, fürs Nummernschild. Jetzt gibt's auch wieder Gemeckertes. Ja. Hübsch. Hübsch. Ist er wieder ganz. Yep. Da kann kein Gang eingelegt werden. Prüfe das Fahrwerk und ersetze die defekten Teile. Ja, das wird ja was werden. So, auf die Bühne 1. Kann kein Gang. Da ist bestimmt Getriebe. Futsch. Fahrwerk, oh Gott. Das Getriebe ist ganz, aber da wird was anderes Fujifikato sein. Defekten Teile im Fahrwerk. Nur hier sehe ich schon eine Gummilagerbüchse hier hinten. Hinten oben ist eine Gummilagerbüchse. Die hier gehen wahrscheinlich. Die gehen auch. Ach du liebe Güte, ne? Da lassen wir ja suchen. So gut, bauen wir gleich mal Anlasser aus, wenn wir immer hier oben sind. Kommen wir hier ran. Ja. Und müssen mal hochnehmen. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist das Knäppchen. Du, ach Mensch, du, immer die Orientierung, du. Das Wäldchen raus hier. So, jetzt gucken wir nochmal hier genau. Ne, hier, die Büchsen sehen gut aus. Da oben, das sieht auch gut aus. Hier drüben sieht sie auch gut aus. Also denke ich, wird es hier eine sein. Wir haben gesagt, die hier könnte es sein. Die hier und die sitzen die anderen. Gucken wir nochmal genauer hin. Die anderen sehen noch gut aus. Tun wir mal eine auf den Zettel, ja, und bauen mal aus. Ja, haben wir richtig geraten, du, richtig geraten. So, holen wir gleich. Machen wir gleich. Ja. Ja, gucken wir mal, ob denn die erste die neue sein muss. Jawohl, richtig getroffen. So, jetzt müssen wir das Getriebe noch rausnehmen. Und mal gucken, sieht aus nach Kupplungsscheibe, sieht es aus. Hat er schon eine repariert? Nee, ne? 10%. Nee, da haben wir keine. Gut, eingerufen.
Ach, ich hab schon wieder, Mensch, waren schon wieder bei Montage von Teilen, du, man glaubt es nicht. Zwischkorn kriegen wir alle nachher, kann man hier Ödle anschreiben, das ist gut. Dann machen wir das doch. So. Das Rädel wieder dran. Das müssen wir eh Teil finden, du. Jetzt geht's Gesuche los, Ding. Ein Teil in der Aufhängung. Mal hier schon was Offensichtliches sehen. Nee. Hm. Könnte natürlich auch das Dings da drin sein, ne? Die Pixel, wir müssen erst nochmal auf der anderen Seite. Hm. Die Sporschlangenkopf, das ist alles. Hier ist noch eine Gummilagerbüchse. Die sieht schwarz aus. Oh ja, die, oh ja, gefunden. Achso, wir haben die dann noch gar nicht gekauft. War schon wieder zu flott, du. Gut, dass man bei so einem Auto, wenn du da so eine Rostlaube hast, das schon. Guck mal, was haben wir verdient? Naja, guck mal, da haben wir ja schon wieder 4000, du. Zack. Den wieder aufs Konto. 4000. So, dann hat man ja ein Bremserle hier draußen stehen. Bremse kaputt. Gucken wir gleich mal hier vorne rein, ne? ABS. Nee, alles ganz. Alles ganz. Wie viele Teile müssen wir finden? Wie viel müssen wir denn finden? Bremsen sind schlecht. 4 Teile. 4 Teile bei schlechten Bremsen. Hm. Nee, das siehst natürlich wieder nichts durch die Räder. Ah ja, hier könnten die Bremsglötzer sein. Das sieht aus nach Bremsglötzern. Ja. Wir kaufen die einfach schon mal in der Hoffnung, dass es dann so ist. Ja. Richtig geraten. Hier sah es ganz nach Bremsscheibe aus, wenn ich sie mal durchgelugt habe. Oh ja, und Bremsglötzer. Können wir gleich nochmal kaufen. Scheibe müssten wir ja noch haben. Eine Scheibe habe ich sowieso, aber das ist ja ein anderes Thema wieder. Und wir können sie nicht reparieren, die Bremsscheibe, du, ganz schlecht. Nee.
den und den. Das sind E-Teile, ne? Vier Teile waren es. Ei, Leute. Ein Teil müssen wir finden. Ein Teil noch. Na, das wird jetzt ein Ding. Können wir mal gucken. Und wenn wir Glück haben, war es hier auch die Bremsscheibe, so wie das aussieht. Oh, die können wir sogar noch reparieren. Da flitzen wir da gleich mal hinter. Ne? Flitz, weil wir können jetzt schneller rennen. So, dann machen wir das gleich mal. Ne? Das ist ja ganz praktisch. Da kann ich nochmal einen Schluck trinken. Während das Scheibchen repariert wird. Wenn die Bremsscheibe zu weit runter ist, da kann man die nicht mehr abdrehen. Das ist, da gibt es dann Normmaße, wie man das noch machen kann. Kannst dann hier jede Schrottscheibe einfach ein bisschen gerade bügeln und dann wird das was. Ne? Das, also so geht's ohne. So, ach du liebe Güte, naja, immerhin, nur immerhin, immerhin haben wir was verdient. Nee, kein Kompetenzpunkt weiter, du, keinen gekriegt. Ja, so, wollen wir hier einen Motorraum schon mal vervollständigen, kriegen wir das hin, schaffen wir das oder machen wir noch... Da können wir gleich einen Motor, den können wir schon mal rausnehmen. Ne? Das geht wie von Zauberhand. Ne? Das ist wie im richtigen Leben. Zack. So. Das brauchen wir bestimmt neu. Bumm. Und den brauchen wir bestimmt auch neu. Da ist ja gar keine Versicherung mehr drauf, du. Den könnte man reparieren, können wir mal versuchen. So, jetzt ist ja weiter nichts mehr drin. Können wir mal versuchen. Ja. Konnten wir reparieren, du, siehst du, schön haben wir wieder ein bisschen was gespart. Gehen wir mal rüber. Steht der im Weg rum hier. Ist unglaublich. Karosserie, Scheinwerfer. Nö. Nö. Jetzt. Starterbatterie. Haben wir hier keine? Ne, ich wollte einen Sicherungskasten. Haben wir die? Haben wir eine? Ne. Die haben wir schon mal drauf. Wir gehen dann eh ins Elektrische. Da brauchen wir das sowieso. So. Jetzt brauchen wir die Sicherung. Oh, da haben wir ja keine Relais mehr. Ne. Da bestellen wir jetzt alles neu. 1, 2. Relais B brauchen wir 1, 2. Hier brauchen wir 1, 2. So, was brauchen wir jetzt an Sicherungen noch? Ja. Achso, dann meinen wir oh, das ABS-Zeug wird jetzt wieder teuer natürlich. Uiuiuiui. So, jetzt brauchen wir. Luftfiltergehäuse gibt es hier nicht, den Sicherungskasten, den haben wir. Starterbatterie. So, Relais-Typ A, zwei Stück. So, Relais-Typ B. Einstecken wir das, ne? Ja. Relais C machen wir auch wieder zwei Stück. Die mittlere Sicherung C haben wir eine. Mittlere Sicherung A, ein Stück.
Und mittlere Sicherung. B machen wir zwei Stück. So. Schön, alles ran. Deckel machen wir dann, glaube ich, noch. Dann haben wir, glaube ich, Uni. Nein, keine passenden Teile. Du, guckst du nochmal die Uni, machen wir gleich. So. Bremskraft. Ah, jetzt habe ich gleich zweimal drauf. Ich wollte eigentlich das. Nee, haben wir nie. Immer reicht ja. So, Servicehöhlbehälter hat man auch keinen mehr. Wischwasserbehälter finden wir auch nicht. So, das Luftfilter haben wir schon drauf genommen. Da hat man ja nur das kaputte. Und Kühler müssen wir auch noch einen haben. Da hat man ja mal einen mitgenommen. Was? Kühler C oder was doch? Kühler B oder A, was wir wieder haben. Oh Gott, was das wieder kostet, Leute, was das kostet. So, Luftfiltergehäuse. Na gut, das geht ja noch. So, Sicherungskasten, Bremskraftverstärker. Einen. Servicehöhlbehälter, einen. Der geht ja auch noch vom Preis. Wischwasser. Und der Kühler. Naja. Ich dachte, den hätten wir. Was hat man da im Inventar gehabt, du Alter? So, wir brauchen ja noch. Achso, jetzt brauchen wir ja noch einen Luftfilter. Jetzt geht das ja wieder los. So, noch einmal. Und dann machen wir ja noch das Gehäuse oben. Haben wir da noch eins zufällig mal mitgenommen? Nee, haben wir nicht. Kraftstofffilter, das kommt dann alles beim Motor dran. So, hier hätte man natürlich können das 25% Teil, aber muss ja nicht unbedingt sein. So, wir machen mal Spiel speichern. Wollen wir mal gucken, gut, der Motor, na, war ja eh nicht viel übrig, Motorengetriebe ist jetzt nicht drinne. Naja, aber hier immerhin sind wir schön gewinnen 25.000. Ne? 25.000, da ist jetzt die Frage, fangen wir Motor an, schaffen wir das, dass wir den dann komplett verkaufen können? Oder gucken wir noch einen kleinen Auftrag? Wie viel haben wir noch, wie viel Zeit? Ne, wir gucken noch einen kleinen Auftrag noch, mal sehen, ob es noch einen kleinen Auftrag gibt. Karosserieteile, müssen wir so viel schreiben, hier haben wir nochmal Stoßdämpfer. Fahrwerk gucken. Oh, den müssen wir bestimmt wieder suchen. Habe ich bestimmt falsch gemacht. Wir hätten den mit den Bremsen nehmen sollen. Mal gucken mal, ob es den mit den Bremsen noch gibt. Hier, gucke. Bremse, nochmal Porsche. Bremsen sind schlecht. Alles andere ist da bestimmt wieder gesuche. So, Bremsen sind schlecht. Was brauchen wir da? Fünf Teile. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das ABS hier vorne drin ist. Schauen wir mal hier an. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Haben wir schon mal ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. So, wir heben ein bisschen höher. Können wir besser gucken. So, hier vorne sehe ich schon Bremssattel. Bremssattel. Ja, die Glotzer sind noch gut.
Und der ist Schrott, den kann man nicht mal reparieren. Also 9, hier wollte ich, so. Den können wir nicht mal reparieren, die. Ganz schlecht. Hier brauchen wir Bremsscheibe. Klötzer sehen gut aus. Die hoffen, können wir die reparieren? Wenn, dann machen wir das halt gleich. Oh ja, 19%. 19%. Die müsste gehen. Flitz, 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 flitz. Ja, yep. Hammerklick. Hammerklick, du. Oh, die Feige wahrscheinlich doch wieder ein bisschen länger. So, ist gut. Das reicht. Mag ich doch. So. Zack, 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 zack. Wir hätten, glaube ich, noch welche gehabt. Ja, na ja. Na ja, du. Na ja, jetzt haben wir immer nur das schöne Schleifgerät. Da muss man es immer benutzen. Nee, hier, so. Hier sieht es auch noch Scheibchen aus. Mal gucken, ob die auch noch in dem Bereich ist. Und hier brauchen wir auch Klötzer. So. Nee, die Scheibe ist futsch, du. Da müssen wir eine aus unserem Opfern hier, du. Die Bremsscheibe war futsch. So, und hier sitzt alles nochmal wie Bremsbeläge. Aber ja, die hat man ja, brauchen wir bloß nochmal kaufen. So. Zack und zack und zack, zack. Auswählen hier. So, schauen wir mal. Ja, ein bisschen Geld haben wir verdient, ein bisschen, das hat sich jetzt so gelohnt. Ja, meine Lieben, Spielstand gespeichert. Dann machen wir das nächste Mal noch den Jaguar und dann gucken wir mal, ob wir uns dann doch übers Motörchen hergetrauen schon. Vielleicht schaffen wir ihn fertig zu kriegen, dass wir ihn vielleicht beim nächsten Mal auch schon wieder verklingeln können, du Klingelingeling, du. Oh, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten nicht. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir das nächste Mal machen, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Heinz.